Schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Schön, dass Sie alle da sind. Herzlich willkommen zum 11. Ball des Sports hier im Seidenweberhaus in Krefeld. Und ich freue mich, dass auch heute an meiner Seite so eine charmante Begleitung ist. Herzlich willkommen, Anne Poleska-Urban. Dankeschön, lieber Patrick. Ja, 11. Ball des Sports heißt viele Sportler, viele Gäste hier. Wir freuen uns, wieder dabei zu sein zum 16. Mal hier im Seidenweberhaus. Es wird mit Sicherheit eine tolle Veranstaltung werden. Wir haben ein super Programm zusammengestellt mit vielen jungen Sportlern, die heute geehrt werden, alle nervös sind. Wir freuen uns auf deinen schönen Abend. Wir haben nicht nur die Mannschaften des Jahres, männlich-weiblich, sondern wir haben auch Sportler des Jahres, also Einzelsportler des Jahres, männlich-weiblich, die heute gekürt werden. Genau, und wir bitten jetzt zwei Herrschaften auf die Bühne, die ganz wichtig sind für diesen Ball des Sports seit vielen Jahren schon. Ich freue mich auf den Organisator, Horst Gießen. Und? Ja, guten Abend, meine Damen und Herren. Guten Abend, Herr Oberbürgermeister Mayer. Herzlich willkommen hier beim Ball des Sports. Heute einen Ball zu machen, hat für mich etwas Besonderes, denn wir haben ja die Neuorganisation und ich finde es einfach fantastisch, dass wir heute rund 300 junge Sportler hier haben. 300, die den Sport in Krefeld mit einem Markenzeichen versehen haben, die einmalige Erfolge erzielen. Und die sind hier und auch namhafte Mannschaften aus dem Krefelder Sport, vom Fußball, Eishockey und so weiter. Allen herzlich willkommen. Herr Mayer, Krefeld feiert den 11. Ball des Sports. Wie wichtig ist denn der Sport für die Stadt Krefeld? Ja, der Sport ist immens wichtig für Krefeld. Wir haben fast 70.000 Menschen, die organisiert in Sportvereinen sind. Darüber hinaus viele, die nicht vereinsgebunden Sport treiben. Also der Sport hat einen enormen Stellenwert, auch als Aushängeschild für die Stadt. Große Erfolge im Sport, die wir haben, im Spitzensport, die Krefeld einen guten Namen in der Welt geben. Und wie wichtig das ist, sieht man daran, dass ich den Herrn Hofmann jetzt in den ersten Tagen und Wochen meiner Amtszeit häufiger gesehen habe als manche Dezernenten. Wunderbar, schön, dass Sie da sind und auch schön, dass Sie wieder in der Stadt sind. Das freut uns ungemein. Wie kommen Sie dazu? Ja, absolut. Erstmal schönen guten Abend allerseits. Es ist eine tolle Veranstaltung hier. Ich habe mich vorher zurückerinnert, denke, vor 9 oder 10 Jahren war ich schon mal hier. Und ja, ist schon ein spezieller Moment heute als Trainer der Pinguine wieder hier zu sein. Ich habe gehört, es war jetzt das allererste Training mit der Mannschaft. Wie ist so der erste Eindruck für Sie? Absolut positiv. Ich meine, ich kannte viele Spieler schon vorher, viele haben schon unter mir gespielt. Und ja, wir hatten heute unser erstes Zusammenkommen. Die Jungs hatten ein paar Tage Pause, war sehr gut. Und auch das Training hat sehr gut funktioniert, war heute nur Off-Eis. Und morgen werden wir dann das erste Mal gemeinsam aufs Eis gehen. Okay, jetzt ist natürlich die Mannschaft nicht da, wo wir sie gerne haben möchten und sicherlich auch nicht da, wo Sie sie gerne haben möchten. Was ist jetzt Ihr Plan für den Rest der Saison? Der Plan ist einfach, dass wir angreifen, ne? Und das heißt, dass wir jeden Tag hart arbeiten, ja, dass wir die Zeit nutzen. Wir werden, wie gesagt, morgen zweimal trainieren, Montag dann nochmal eine Pause einlegen und ab Dienstag auch wieder zweimal trainieren. Wir müssen einfach die Zeit nutzen, arbeiten, ja, und alles rausholen. Herr Krippner, Sie sind ab 1.1. offiziell bei den Pinguinen als neuer Geschäftsführer tätig. Wie tief sind Sie denn jetzt schon in der Materie drin? Also jetzt schon sehr, sehr tief. Ich bin gebürtiger Krefelder. Als 16-Jähriger auf der Nordtribüne gestanden, bin jetzt schon dabei, mit dem Geschäftsstellenteam einige Sachen mit aufzubereiten. Es gibt ein paar Sachen, an denen wir arbeiten müssen und ganz offiziell geht es am 1.1. los, ja. Und Sie freuen sich dann auf den Job, Sie sind ja, glaube ich, aktuell in Düsseldorf noch tätig. Dann kommt man endlich auf die richtige Rheinseite, dann auch zum richtigen Ort wieder, oder? Ja, genau, also nichts gegen Düsseldorf, da werde ich nichts Schlechtes gegenüber sagen, ist auch eine schöne Stadt. Aber nochmal, als gebürtiger Krefelder liegt mir Krefeld am Herz. Ich wohne in Krefeld, bin hier aufgewachsen, werde auch weiter hier wohnen. Und wenn man die einmalige Chance erhält, bei den Krefelder Pinguinen als Geschäftsführer einzusteigen, dann überlegt man sich das auch nicht zweimal, sondern bin froh, direkt dabei zu sein und brenne auf diesen Job. Habe so viel Lust darauf, mit den Pinguinen das zu erreichen, mit dem neuen Trainer. Und ja, das wird gut.